Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fox. Und heute gibt's den zweiten Teil meines Marine-Tutorials. Falls jemand den ersten Teil nicht gesehen hat, verlinke ich ihn nochmal oben. Denn in diesem Video soll es mit den Themen Marinedoktrin, Marinekommandos und dem Flottenkonstrukteur weitergehen. Und diese Punkte bauen teilweise auf das Wissen des ersten Guides auf. Also schaut euch lieber vorher nochmal den ersten Part an. Die Marinedoktrin. Aktuell gibt es drei verschiedene Arten von Marinedoktrin: die Präsenzflotte, den Handelskrieg und den Stützpunktangriff. Wir werden nun schauen, welche Doktrin für was geeignet ist und was euch die einzelnen Stränge hier für Boni bringen. Fangen wir hierfür zunächst mit der Präsenzflotte an. Diese hat eine starke Konzentration auf Großkampfschiffe, also auf eure Schlachtschiffe, die Schlachtkreuzer und die schweren Kreuzer. Eure kleineren Schiffe und eure U-Boote werden hier nur eher geringere Boni bekommen. Bei der Präsenzflotte, die besonders geeignet ist für große Stadtnationen mit einer großen Anzahl an Schiffen wie Italien, Frankreich, Großbritannien, ist für euch vor allen Dingen hier der linke Strang interessant. Denn dieser verleiht all euren Schiffen in jeder Stufe Organisation. Und zusätzlich hier bei der schwimmenden Festung kriegen eure Großkampfschiffe nochmal 10% Verteidigungswert drauf. Und im letzten Schritt bei der großen Schlachtflotte erhaltet ihr nochmal auf Großkampfschiffe 10% Angriff, sowie euer Luftangriff wird nochmal um 10% erhöht. Wann nutze ich nun für euch die Präsenzflotte? Wenn ihr, wie im ersten Guide gezeigt, von der Spielweise her mit euren Großkampfschiffen und eurer Patrouille einen Angriffskorb bilden wollt, um gegnerische Flotten zu zerstören oder Flotteninvasionen durchzuführen, dann ist die Präsenzflotte für euch genau die richtige Doktrin. Denn diese verleiht euren Großkampfschiffen nicht nur mehr Organisation, Verteidigung und Angriff, sie gibt auch euren kleinen Begleitschiffen wie Zerstörern und leichten Kreuzern nochmal zusätzliches Sonar für die Entdeckung feindlicher U-Boote als auch Organisation. Die nächste Marinedoktrin ist der Handelskrieg. Startet ihr mit dem Deutschen Reich, beginnt ihr automatisch mit dieser Marinedoktrin. Das Deutsche Reich ist auch die einzige Nation, die von Anfang an mit dem Handelskrieg beginnt. Das liegt daran, dass die Deutschen zu Spielbeginn mit nur 38 Schiffen über eine sehr kleine Flotte verfügen. Und diese besteht auch noch zu einem großen Teil aus U-Booten. Und genau das ist auch der Knackpunkt dieser Doktrin, der U-Boot-Krieg. Hier im rechten Strang werden eure U-Boote in jedem einzelnen Step stärker gemacht. Sie erhalten zusätzliche Boni auf Ortung, Überfalleffizienz, Organisation, hier im dritten Schritt sogar nochmal Angriff von 10% für eure U-Boote, wodurch diese effizienter werden, was den Konvoiüberfall angeht. Denn im Gegensatz zur Präsenzflotte ist beim Handelskrieg nicht das Ziel, mit Großkampfschiffen gegnerische Flotten zu zerstören, sondern hier gezielt auf Handelsrouten und Konvois zu gehen. Also euer Plan muss es sein, eure U-Boote in solchen Regionen einzusetzen, wo die Haupthandelsrouten entlang gehen, wo die großen Nationen ihre Ressourcen handeln, wo sie ihre Truppen hin und her schicken, um dort anzugreifen und diese Konvois zu versenken. Der Handelskrieg lohnt sich aber nicht nur für das Deutsche Reich, sondern allgemein für alle kleinen Stadtnationen. Also wenn ihr nicht gerade mit Großbritannien, Italien, Frankreich, Japan oder den USA startet, habt ihr im Normalfall zu Spielbeginn keine große Flotte. Und über die Jahre eine große Flotte aufzubauen, kostet sehr viel Produktion, als auch sehr, sehr viele Ressourcen, die ihr euch im Normalfall nicht leisten könnt, weil ihr ja eher auch für den Landkrieg gewappnet seid oder sein müsst. Von daher lohnt sich der Handelskrieg in der Regel für alle kleinen Nationen. U-Boote sind kostengünstig zu bauen und gehen auch sehr schnell zu bauen. Zusätzlich brauchen sie auch nur 200 Mann an, ja, Mannstärke, was eure Manpower insgesamt jetzt nicht allzu sehr reduzieren sollte. Von daher lohnt sich für euch der Handelskrieg, wenn ihr eine kleine Stadtnation habt oder die Deutschen und auf gezielten Konvoiüberfall gehen wollt, also die Großnation dadurch stören wollt, dass sie keine Ressourcen erhalten, dass ihre verschifften Truppen abgeschossen werden. In diesem Fall könnt ihr auf den Handelskrieg setzen. Ich finde diese Doktrin wirklich lohnenswert und ist auf jeden Fall für jeden ein Gewinn. Auch wenn ihr überhaupt keinen Bock habt, Marine zu spielen, könnt ihr diese, wenn ihr Marine-Erfahrungspunkte sammelt, trotzdem leveln, denn Konvoiüberfall könnt ihr immer machen, egal ob ihr eine Marine aktiv oder nicht spielt. Die dritte Doktrin ist der Stützpunktangriff. Startet ihr mit den USA oder Japan, beginnt ihr automatisch mit dieser Doktrin. Das liegt daran, dass beide Nationen über viele Inseln im pazifischen Raum verfügen und hier liegt auch die Stärke dieser Doktrin. Es geht darum, Seeherrschaft durch Flugzeuge und Flugzeugträger zu erzielen. Ihr wollt Flotteninvasionen durchführen, gegnerische Schiffe mit euren Flugzeugen abschießen und Inseln einnehmen, Häfen zerstören.
Besonders geeignet ist dabei hier dieser rechte Strang, denn dieser verleiht euch in allen Schritten zusätzliche Organisation für euren Flugzeugträger und in den meisten Schritten erhaltet ihr zusätzlich nochmal Zielerfassung auf Seeziele oder auf Hafenziele. Des Weiteren kriegt ihr auch nochmal zusätzliche Trägereffizienz. Trägereffizienz gibt letztendlich nichts anderes an, als wie viele Flugzeuge passen auf euren Flugzeugträger. Ich denke, dass die Mariendoktrin-Stützpunktangriff dennoch für die wenigsten Nationen geeignet ist. Denn startet ihr als kleine Nation ohne Flotte oder mit wenig Flotte, ist es für euch verdammt schwierig, Flugzeugträger erstmal zu erforschen, diese zu bauen und zusätzlich auch noch eine Begleitflotte aufzubauen, um diese Flugzeugträger zu beschützen und einzusetzen. Von daher lohnt sich als kleine Nation oder als Nation allgemein mit nicht viel Flotte eher auf den Handelskrieg zu setzen und hier auf den Konvoiüberfall. Sagt ihr aber, ich möchte trotzdem mir eine starke Präsenzflotte aufbauen oder ihr verfügt von Anfang an schon als beispielsweise Großbritannien oder Frankreich über eine starke Flotte mit vielen Großkampfschiffen, dann lohnt sich die Präsenzflotte mehr. Diese beiden Doktrinen, finde ich, sind universeller einsetzbar und richten sich auch eher nach den Spielstilen, die von den meisten Spielern bevorzugt werden. Der Stützpunktangriff ist nicht schlecht, sollte oder ich denke, es sollte aber nicht die erste Wahl sein. Kommen wir als nächstes zu den Marinekommandos. Hierfür gehen wir auf das Offizierkorps und können hier im Bereich Marinekommandos für den Geist der Marineakademie, den Geist der Marine und den Geist des Flottenkommandos verschiedene Boni für Marineerfahrungspunkte erhalten. Bei dem Geist der Marineakademie geht es allgemein darum, eure Admiräle zu verbessern. So bekommt ihr beispielsweise bei Crème de la Crème erhalten eure Admiräle ein Startlevel von plus 2, wenn ihr diese akquiriert. Oder wenn ihr die Signalausbildung kriegen würdet oder auswählen würdet, dann erhalten sie eine 20%ige Chance beim Stufenaufstieg, dass ihr Manövrierfähigkeiten oder ihre Koordinationsfähigkeit um 1 steigen. Bei dem Geist der Marine geht es eher um die Konstruktion. Also das macht im Endeffekt eure Schiffskonstruktion günstiger oder ihr erhaltet hier, wie beispielsweise bei der Marinereform, mehr Marineerfahrungspunkte, in dem Fall 15%. Und bei dem Flottenkommando geht es darum, dass ihr ja Boni auf gewisse Schiffsklassen oder Gattungen erhaltet, beziehungsweise allgemeine Boni für eure Marine. Hier zum Beispiel der Nachtkampf. Hier haltet ihr einen nächtlichen Angriff von plus 10%, eure Schiffe werden zu 5% weniger geortet und ihre Nachtortung steigt um 10%. Oder bei der Schlechtwettererfahrung sinkt der Schlechtwettermali um 40%. Im Allgemeinen habt ihr, wenn ihr wie ich hier in dem Beispiel keine Doktrin gewählt habt, 5 verschiedene Boni, die ihr in jedem einzelnen Bereich auswählen könnt. Wählt ihr eine Doktrin aus, ich nehme jetzt hier beispielsweise mal die Präsenzflotte, erhaltet ihr in jedem einzelnen Bereich nochmal einen zusätzlichen Boni. Bei der Präsenzflotte wäre es hier beispielsweise die Großflotte, bei der Marine wäre es die globale Präsenz und bei den Flottenkommandos wäre es der entschlossene Kampf. Selbiges gilt auch, wenn ihr dann den Handelskrieg auswählen würdet oder den Stützpunktangriff. So habt ihr insgesamt die Möglichkeit zwischen 18 verschiedenen Boni zu wählen in den drei Bereichen. Da das Ganze hier jetzt ein wenig unübersichtlich ist, habe ich mir überlegt, ich habe euch eine Excel-Tabelle gemacht, die werde ich euch zeigen und da zeige ich euch auch gleich, was sich lohnt für welchen Spielstil. Okay, das ist meine kleine Tabelle, die habe ich aufgeteilt in die Marineakademie, die Marine und das Flottenkommando, quasi die drei Geister, die es gibt. Zusätzlich habe ich für mich selber eine kleine Tierlist gemacht mit der Bewertung okay, gut und sehr gut. Und wie ihr sehen könnt, sind das hier 16 Boni, die ich verteilt habe. Insgesamt gibt es ja 18. Diejenigen, die es nicht geschafft haben, die Tabelle liegt einfach daran, dass die nicht der Rede wert sind und man würde sie eh nicht spielen. Von daher habe ich die gleich rausgelassen. Aufgeteilt ist die Tabelle zudem so, dass es Boni gibt, die besser sind, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier die Präsenzflotte spielen würdet oder die Stützpunktflotte oder den Handelskrieg. Und dann gibt es Boni, die sind egal, welche Doktrin ihr spielt, zum Beispiel die Signalausbildung, ist egal, ob ihr da Handelskrieg spielt, Stützpunktflotte oder Präsenzflotte, sind diese Boni gut. Das habe ich dann immer drunter geschrieben. Fangen wir mit der Marineakademie an.
Hier habe ich mit sehr gut die Signalausbildung bewertet. Die gibt euch pro Level-Up eures Admirals eine 20%ige Chance, dass sowohl die Manövrierfähigkeit als auch die Koordinationsfähigkeit eures Admirals um ein Level steigen. Das ist, denke ich, ein sehr guter Boni, zumal auch beide mit einem Level-Up steigen können. Und diese zwei Boni, also die Manövrierfähigkeit als auch die Koordination, verleihen eurem Admiral einfach eine höhere Flottenreichweite als auch eine bessere Effizienz bei den Marinemissionen. Mit gut habe ich die Boni Crème de la Crème und die Großflotte bewertet. Bei Crème de la Crème geht es darum, dass euer Admiral, wenn er einen neuen kreiert, automatisch ein um zwei höheres Startlevel hat. Das lohnt sich vor allen Dingen, wenn ihr mit kleinen Nationen spielt, die noch über keine Admiräle oder sehr schlechte Admiräle verfügen. Bei der Großflotte, die gibt euch eine 20%ige Chance pro Level-Up eures Admirals, dass ihr die Eigenschaften überragender Taktiker oder Ironside erhaltet. Sowie habt ihr eine 50%ige Chance, dass euer neu kreierter Admiral die Eigenschaft Geschützexperte erhält. Und das lohnt sich besonders, wenn ihr halt Präsenzflotte spielen wollt. Okay, finde ich die Boni eingebläute Aggression, integrierte Luftwaffe und Konvoikrieg. Die eingebläute Aggression gibt euch eine 20%ige Chance beim Level-Up eures Admirals, dass der Angriffswert um 1 steigt. Das finde ich ein bisschen schade, dass das Pendant dazu ja auch bei den Generälen gibt. Da heißt es kühner Angriff und da habt ihr eine 50%ige Chance, dass der Angriffswert hier um 1 steigt. Da lohnt sich das wesentlich mehr. Von daher ist die eingebläute Aggression bei mir nur mit okay bewertet. Integrierte Luftwaffe, da habt ihr eine 20%ige Chance pro Level-Up, dass euer Admiral die Eigenschaften Flottenbeschützer oder Überwacher der Lüfte erhält. Beziehungsweise, wenn ihr einen neuen Admiral kreiert, dann kann der oder hat er eine 50%ige Chance, dass er einer dieser beiden Eigenschaften erhält. Und beim Konvoikrieg ist es genauso wie bei der integrierten Luftwaffe, bloß dass die Eigenschaften der Seewolf und der Blockadebrecher sind. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, warum ich diese beiden dann mit okay bewertet habe, die Großflotte allerdings mit gut. Das liegt daran, dass die Großflotte, also die Eigenschaften überragender Taktiker oder Ironside und Geschützexperte, viel seltener, finde ich, unter den Startadmirälen vorhanden sind als beispielsweise der Seewolf. Also auch mit kleinen Nationen habt ihr es öfter mal, dass euer Admiral mit der Eigenschaft Seewolf oder Blockadebrecher beginnt. Dass euer Admiral allerdings mit den Eigenschaften überragender Taktiker oder Ironside beginnt, ist viel, viel seltener. Und integrierte Luftwaffe ist ähnlich. Allerdings denke ich, dass die wenigsten von euch die Stützpunktflotte spielen werden oder permanent spielen werden. Von daher habe ich auch diesen nur mit okay bewertet. Mein persönlicher Spielstil bei der Marineakademie sieht so aus, dass wenn ich mit kleinen Nationen spiele, starte ich mit Crème de la Crème und generiere mir einfach eine Handvoll Admiräle, so viele wie ich brauche, mit den entsprechenden Startleveln, die ich haben möchte, und switche dann auf die Signalausbildung um. So habe ich von Anfang an gute Admiräle, die sich dann auch schnell entwickeln und Manövrierfähigkeit und Koordination hinzugewinnen. Kommen wir nun zum Geist der Marine, das ist der zweite Punkt. Hier habe ich mit sehr gut bewertet die Umbauwerften und die Marinereform. Die Umbauwerften einfach, weil ihr einen 25%igen Bonus auf die Geschwindigkeit der Neuausrüstung eurer Schiffe bekommt. Das heißt, wenn ihr eure Schiffe umbauen wollt, passiert dies 25% schneller. Wichtig allerdings finde ich den zweiten Bonus, den ihr durch die Umbauwerften erhaltet. Das sind die 15% Reparaturgeschwindigkeit. Das lohnt sich vor allen Dingen, wenn ihr, wie im ersten Video gezeigt, mit der automatischen Abtrennung spielt. Das heißt, wenn eure Schiffe beschädigt sind, fahren sie automatisch zum Hafen, werden repariert und schließen sich eurer Flotte wieder an. Von daher für mich Umbauwerften ein wirklich sehr, sehr starker Boni. Aber genauso stark sind meiner Meinung nach die Marinereform. Hier erhaltet ihr 15% zusätzliche Marineerfahrung. Diese könnt ihr halt investieren in eure Marinedoktrin, hier in weitere Kommandos, in die Konstruktion eurer Schiffe. Deswegen ist Marinereform allgemein das erste Kommando, was ich freischalte. Oder der erste Geist, den ich freischalte. Und damit horte ich dann so viele Marinepunkte, wie ich brauche. Und investiere sie halt in die verschiedenen Geister bzw. in meine Schiffe und in meine Doktrin. Und sobald ich damit fertig bin, switche ich dann auf Umbauwerften um. Also das ist meine persönliche Spielweise. Was ich mit okay bewertet habe, sind die globale Präsenz, die mobilen Truppen und die U-Boot-Überlegenheit. Diese geben euch letztendlich ja, jeweils die gleichen Boni, nämlich erhaltet ihr bei der globalen Präsenz
eine 20-prozentige Forschungsgeschwindigkeitserhöhung auf Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer, bei den mobilen Truppen auf Flugzeugträgern und bei der U-Boot-Überlegenheit halt auf U-Boote. Des Weiteren werden eure Musterkosten für hier in dem Fall schwere Schiffe, hier für Flugzeugträger und hier für U-Boote um 60% reduziert. Ich denke, das kann man machen, gerade in der Anfangszeit, wenn man schnell beispielsweise Schlachtschiffe rushen will und diese entwickeln will, dann ist das okay. Meiner Meinung nach ist aber die Kombination aus Marinereform und Umbauwerften einfach das Nonplusultra und sollte auch so in den meisten Fällen gespielt werden. Ja, mit gut habe ich hier in dem Bereich nichts bewertet, liegt einfach daran, dass ich diese drei wirklich nur okay finde und diese beiden so stark sind, dass sie ja wesentlich besser als gut sind und dazwischen gibt es halt einfach nichts. Von daher habt ihr halt entweder die Möglichkeit, ihr spielt das oder ihr baut eine Kombination aus beiden. Also sich, ihr fangt beispielsweise mit der globalen Präsenz an und wechselt dann auf die Umbauwerften oder was auch gehen würde, wenn ihr über U-Boot-Krieg spielen wollt, dass ihr halt die U-Boot-Überlegenheit am Anfang nutzt und dann zu den Umbauwerften geht. Beim Geist des Flottenkommandos habe ich mit sehr gut die effiziente Kommunikation bewertet. Diese gibt euch nochmal 15% auf die Positionierung. Das heißt, eure Admiräle werden sich in der Schlacht besser positionieren, wodurch sie ja eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, den Gegner zu treffen und eine niedrigere getroffen zu werden. Ist allgemein, denke ich, die Positionierung ein sehr, sehr starker und wichtiger Wert für eure Schlachten. Von daher ist die effiziente Kommunikation meiner Meinung nach der beste Boni, den ihr freischalten könnt. Mit gut habe ich dann den Nahkampf, die Schlechtwettererfahrung und den Nachtkampf bewertet. Der Nahkampf bringt euch nochmal 5% Angriff für all eure Begleitschiffe sowie eine 5%ige Erhöhung der Torpedo-Schutzschirmdurchdringung für alle Schiffe, das heißt auch für eure U-Boote. Von daher denke ich für alle Doktrinen an sich eine oder ein geeigneter Boni. Die Schlechtwettererfahrung lohnt sich meiner Meinung nach ausschließlich für die Stützpunktflotte, denn bei dieser spielt ihr ja mit Flugzeugträgern und Flugzeugen. Und der Schlechtwettererfahrung reduziert nämlich euren Schlechtwetter-Mali um 40%. Und gerade eure Flugzeuge sind bei Schlechtwetter sehr, sehr anfällig, genau wie eure Schiffe. Von daher lohnt sich das in Kombination für diese beiden. Spielt ihr allerdings ohne Flugzeuge, also ohne Flugzeugträger, lohnt sich das für euch gar nicht. Beim Nachtkampf an sich ein sehr starker Boni, denn ihr haltet einen 10%igen Nachtangriffsbonus, also ihr habt nochmal 10% mehr Angriff in den 12 Nachtstunden, sowie 10% Bonus auf die Nachtortung und eure Schiffe werden in der Nacht, wird die Sichtbarkeit um 5% verringert. Wie gesagt, an sich sehr, sehr guter Boni, allerdings halt nur 12 von 24 Stunden, deswegen mit gut bewertet. Und als okay habe ich den entschlossenen Kampf. Ja, hier kriegt ihr nochmal ein bisschen mehr Angriffswerte und die Flottenrückzugswahrscheinlichkeit von euren Schiffen steigt, beziehungsweise die von euren Gegnern sinkt ein wenig. Es ist okay, aber dieser Boni, wenn ihr Präsenzflotte spielt, ist bei Weitem nicht so stark, wie wenn ihr die effiziente Kommunikation entwickelt habt. Von daher würde ich auch gerade bei der Präsenzflotte auch eher auf die effiziente Kommunikation setzen. Nun stellt sich halt nur noch die Frage, wie müssen eure Schiffe nun aussehen, wie müsst ihr sie konstruieren und wie baut ihr eure Flotte auf? Dafür werde ich zunächst auf die alte Meta eingehen, werde euch dann die neue zeigen und was der Unterschied darin ist und zu guter Letzt werde ich auf meine persönliche Spielweise eingehen und euch zeigen, wie ich meine Schiffe baue. Die alte Meta war recht simpel. Ihr habt einfach ein U-Boot der Stufe 1 ausgewählt mit einem 1er Motor und habt ein 1er Torpedorohr hinzugefügt und das war's. Dieses U-Boot war super günstig mit Produktionskosten von 390, hat eine Soldatenzahl von 200 benötigt, also sehr, sehr marginal. Hatte mit 2500, naja, eine solide Reichweite, hat aber einen Torpedoangriff von 14. Wenn ihr nun Handelsdoktrin gespielt habt, also hier auf Handelskrieg gegangen seid und diese U-Boote rausgespammt habt ohne Ende, konntet ihr auf lange Sicht auch große gegnerische Flotten damit zerstören. Denn ihr konntet schnell viele U-Boote produzieren, gerade auch wenn ihr sie reparieren lasst, über die automatische Abtrennung hat das sehr, sehr gut funktioniert. Das geht aber seit der Einführung mit dem letzten Patch nicht mehr oder seit allgemein der Einführung von By Blood Alone. Denn der entscheidende Wert ist nun auch mit die Soldatenzahl. Umso
größer die Soldatenzahl eines Schiffes ist, umso effektiver und stärker wird das Schiff. Die genaue prozentuale Berechnung erspare ich mir jetzt. Nehmt den Wert einfach mal so hin. Umso höher die Soldatenzahl eures Schiffes ist, umso effektiver ist es. Das heißt, es lohnt sich nicht mehr, hiervon hunderte oder tausende U-Boote raus zu spammen. Ihr werdet damit keine großen Flotten mehr zerstören können. Ihr könntet zwar weiter den Konvoikrieg führen und so Konvois abschießen, das würde funktionieren, aber ihr werdet nicht mehr die Seeherrschaft mit dieser Spielweise erringen. Denn dafür ist die Soldatenzahl, die jedes U-Boot hat, einfach zu gering. Ihr braucht Schiffe mit hohen Soldatenzahlen. Also, wie sieht da nun die neue Meta aus? Die ist eigentlich auch recht simpel. Man macht nämlich genau das Gegenteil. Man baut sich ein Schiff mit hoher Soldatenzahl. Ich habe das jetzt einfach mal Schlachtkreuzer von 1936 genannt. Der hat eine Soldatenzahl, eine Mannstärke von 5200, eine Geschwindigkeit von 35,4 Knoten, was wirklich gut ist, eine Reichweite von 3.500 Kilometern, das ist okay, und einen schweren Angriff von 18,2. Wie baut ihr dieses Schiff? Dafür müssen wir einmal in die Forschung gehen. Ihr braucht den schweren Schlachtschiffrumpf von 1936. Dann könnt ihr den schweren Motor Nummer 2 hier nämlich einbauen. Ihr müsst die Schlachtkreuzerpanzerung wählen, nicht die Schlachtschiffpanzerung. Denn diese reduziert die Geschwindigkeit nur um 15% und nicht um 30%. Allerdings ist dafür die Panzerung auch nur bei 22 und nicht bei 30. Und die Produktionskosten sind etwas geringer. Des Weiteren fügt ihr ganz normal eine schwere Batterie hinzu und eine Sekundärbatterie. Im späteren Spielverlauf könnt ihr diese auch durch eine Multibatterie ersetzen, die auch gleichzeitig Flugabwehr wahrnehmen kann, aber dieses Schiff ist so vollkommen ausreichend. Die Produktionskosten liegen bei knapp 7.300. Das ist nicht günstig, aber es ist das günstigste im Preis-Leistungs-Verhältnis gesehen. Und ich habe es jetzt eine Weile probiert mit verschiedenen Nationen, wie hier beispielsweise mit Schweden oder ich hatte es auch mit Portugal probiert. Auf eine lange Spielsicht, sagen wir Minimum bis 1940, 42, seid ihr in der Lage, eine solide Marine aufzubauen, in der ihr locker 20, 25 dieser Schiffe bauen könnt. Müsst natürlich dafür auch entsprechende Werften gebaut haben. Und mit diesen Schiffen werdet ihr jede Armee versenken, jede Marine. Es hat mit den Schweden gegen die Briten funktioniert, es hat mit den Portugiesen sehr gut gegen die Amerikaner und die Japaner funktioniert, denn eure Schlachtkreuzer sind auf Masse sehr, sehr stark und haben einen unglaublich starken, schweren Durchbruch, als auch einen unglaublich starken, schweren Angriff in Kombination. Das funktioniert richtig gut. Ist auch leicht zu bauen. Von daher merkt euch einfach Sekundärbatterie 1, schwere Batterie Nummer 1, Motor 2 und Schlachtkreuzerpanzerung 1. Das ist die aktuelle Meta. Wie spiele ich nun? Ich mache tatsächlich eine Fusion aus der alten und neuen Meta, kann man sagen. Bloß, dass ich meine U-Boote noch ein bisschen verändere. Ich spiele es nicht so, dass ich ein U-Boot der Stufe 1 wähle und hier einen 1er Torpedo reinmache. Ich finde, diese U-Boote sind mir persönlich zu langsam und zu ineffizient. Ich erforsche deswegen bis U-Boot Stufe 4. Einfach nur, um den 4er Motor zu erhalten. Und nehme dann ein U-Boot der Stufe 3. Und packe dies komplett voll. Ihr habt jetzt ein U-Boot der Stufe 3 mit einem 4er Motor und 3x4er Torpedos. Das ist relativ schnell mit knapp 20 Knoten. Klar nicht so schnell wie eure Schlachtschiffe, wie ihr eben gesehen habt. Und auch die Soldatenzahl ist geringer. Allerdings habt ihr eine gewisse Ortung drin. Und ihr habt Schleichfahrt drin. Und diese U-Boote haben ein sehr hohen Torpedoangriff. Wie mache ich das nun? Ich baue keine
Zerstörer, ich baue nur Schlachtkreuzer und nur diese U-Boote. Die Schlachtkreuzer baue ich so, wie ich es eben in der Meta gezeigt habe. Und zusätzlich baue ich nur diese U-Boote. Die U-Boote lasse ich Konvoi-Überfall zu machen. Dadurch kriege ich automatisch auch in diesen Gebieten, die ich markiert habe, die Sichtbarkeit und erkenne, wenn sich dort feindliche Flotten aufhalten. Das heißt, meine U-Boote lasse ich einfach per Konvoi-Überfall hier langlaufen und meiner Angriffsflotte gebe ich den Auftrag Angriffstrupp. Sobald meine U-Boote gegnerische Flotten erkannt haben, kommt meine Angriffsflotte, die aus diesen Schlachtkreuzern besteht, ohne Ende und greift die gegnerische Marine an und zerstört diese. Und das mache ich die ganze Zeit. Meine U-Boote habe ich dabei auf automatische Abtrennung gestellt und bei mittlerem Risiko angreifen. Das heißt, wenn die U-Boote selber in der Lage sind, den Konvoi, auch wenn er begleitet wird, abzuschießen, dann machen die das. Und meinen Angriffstrupp habe ich auf automatische Abtrennung und gut, hier habe ich es noch bei mittlerem Risiko, weil die Flotte noch nicht so groß war. Aber im späteren Spielverlauf kann man wirklich bis hohes Risiko gehen oder immer angreifen, je nachdem, wie viele von diesen Schlachtschiffen ihr habt. Und mit dieser Kombination werdet ihr gegen jede einzelne Marine gewinnen. Es wird einen Moment dauern, aber es funktioniert. Als Doktrin wähle ich dann die Präsenzflotte. Also früher habe ich auch immer Handelskrieg gespielt, bin dann einfach den Strang gegangen. Das lohnt sich nicht mehr, da ich jetzt viel, viel mehr auf die Schlachtschiffe setze. Von daher gehe ich auf Präsenzflotte. Hier als allererstes den linken Strang, bis ich unten bin bei große Schlachtschiffe. Einfach nochmal, um die ganzen Boni mitzunehmen und dann nehme ich den Strang. Wie gesagt, Zerstörer und sowas baue ich selber gar nicht. Jedes Mal, wenn ihr einen Krieg gewinnt, habt ihr die Möglichkeit, bei den Friedensverhandlungen gegnerische Flotte zu übernehmen. Dadurch erhaltet ihr so viele Zerstörer, die ihr dann hier als Begleitschiffe reinsetzen könnt oder denen ihr den Auftrag geben könnt, dass sie Minen legen sollen, wie in dem Fall, mache ich aber im Normalfall auch nicht, oder dass sie Patrouille fahren sollen. Also Zerstörer selber zu bauen oder leichte Kreuzer lohnt sich einfach nicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich setze deshalb auf U-Boote in Masse, um die Konvoi-Überfälle zu machen und die ja, Seegebiete hier aufzuklären. Und ich setze, wie ihr seht, auf Schlachtkreuzer. Hier kann ich mir aktuell nicht mehr leisten als diese 5. Bin aber noch im Ausbauen und das funktioniert. Es ist jetzt ja keine krasse Taktik oder es ist jetzt kein großes Geheimnis dahinter. Aber probiert es mal, es wird funktionieren. Wenn ihr trotzdem gern Zerstörer oder leichte Kreuzer bauen wollt, dann würde ich probieren, diese recht günstig zu halten. Wir haben jetzt einmal ein Beispiel von Zerstörer. Ja, wie gesagt, ich werde sie günstig halten und schauen, wofür sind sie da. Letztendlich, sie brauchen eine kleine leichte Batterie, damit ihr sie bauen könnt. Ich würde zusätzlich eine Flak reinsetzen, einfach um eure Schiffe vor gegnerischer Luftwaffe zu verteidigen. Und dann sind noch wichtig Sonar und oder Radar. Einfach um gegnerische U-Boote oder gegnerische Flotten zu erkennen. Und das wären quasi dann optimale Begleitschiffe. Also wie gesagt, ihr müsst nicht beides nehmen. Ihr könnt entweder oder. Und ihr baut Teile eurer Flotte so und andere Teile mit der Variante. Aber letztendlich, das wären sehr gute Begleitschiffe für den Auftrag Patrouille, die ihr dann ohne Probleme hier mit einfügen könntet. Oder die ihr dann einfach hier als Patrouillenschiffe laufen lasst, um gegnerische Flotten zu sichten. Ich hoffe, euch hat der zweite Teil meines Marineguides gefallen und ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst bitte einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Für heute soll es das von mir gewesen sein. Bis demnächst, euer Fox.